Hey, das ist der Adventskalender vom FSA und wir sind unterwegs in Sachsen-Anhalt und zwar genau an die Stellen, wo es nach frisch gemähtem Rasen riecht, wo hier und da einfach mal die Sprenkleranlage unterwegs ist und den Rasen mit dem versorgt, was er braucht, um wirklich gut zu sein und dann Amateurfußball unterstützen zu können. Da, wo Freundschaft wirklich noch Freundschaft ist und da, wo man in seiner Fußballmannschaft noch fragen darf, ich habe einen Umzug übermorgen. Und brauche 3 Helfer und es melden sich alle 11 oder 21 oder wie viel gerade in der Truppe auch sind. Deshalb sind wir unterwegs. Wir wollen diese Vereine bekannt machen, wir wollen sie wertschätzen, wir wollen die Ehrenamtler bekannt machen. Und bis jetzt hat unsere gesamte Tour fantastisch funktioniert. Hinter der Tür heute der Zörbiger FC und es ist niemand da. Wir haben hinterher telefoniert, wir haben diverse Menschen gesprochen und nicht nur das. Das Navigationssystem hat uns an einen Ort geführt, wo nicht mal unser Bus hin konnte. Ich habe mich jetzt hier mit einer großen Machete, einer Heckenschere und 2 Motorsägen durchgekämpft, durch den Zörbiger Busch, stehe jetzt hier an dieser Anlage und habe jetzt eine Idee. Ich versuche jetzt noch, damit wir das mit dem Geschenk klären, ja, von teamsportbedarf.de und von Hasse Röder. Und ich meine, die Jungs von Compact Media stehen da auch hinter der Kamera. Kannst ja mal wackeln, wenn du da bist. Wir sind ja alle hier, verstehst du? Und Komplexbau hat das Ding dann auch noch unterstützt aus Hartmannsleben. Und jetzt ist keiner da. Ich rufe jetzt einen Mann an. Der heißt Elmar. Der wurde mir gesagt, wenn nichts geht, dann ist Elmar da. Bin echt gespannt, was jetzt passiert. Hi. Hallo Elmar. Hi, grüß dich. Hier ist der gute Stefan Michme vom FSA. Ich wollte jetzt hier einen Kasten Bier und ein wunderbares Überraschungspaket abgeben. Es ist niemand bei euch auf der Anlage, was damit zu tun haben könnte, dass zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade Deutschland von der Fußballweltmeisterschaft spielt. Und unser Navigationssystem hat uns in den Zörbiger Busch geführt. Kannst du uns ganz kurz was über diesen Verein sagen? Seid ihr groß, seid ihr klein? Und wer ist der beste Fußballer bei euch? Oha. Ja, wir sind natürlich sehr groß und ja, der beste Fußballer, da gibt es so einige, aber ich denke mal, das ist der Tyler. Der wird sich jetzt sicherlich bei mir bedanken, dass ich das sage. Hast du gesagt, der Tyler? Der Tyler, das ist der Philipp Lorenz. Ah, okay, gut, dann haben wir den Namen nämlich auch nochmal gesagt, damit man bei Fupa wenigstens nachgoogeln kann oder wo auch immer. Du, wir haben ja jetzt das Problem... Na, wo auch immer. Ist doch ganz egal, wo ihr das alle anguckt. Oder warte, damit man das wenigstens noch nachgoogeln kann. So, und sag mal, wir haben jetzt einen Kasten Bier und dieses Überraschungspaket. Können wir einen Deal machen, dass wir einfach nochmal wiederkommen? Oder dass ihr vielleicht auch mal in unser Büro beim FSA kommt und euch euer Geschenk abholt? Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin, denke ich. Ja, also wir werden uns überlegen, wie ihr an das Geschenk kommt. Und dann ist das heute ein besonderes Türchen gewesen. Beim Zörbiger FC. Das ist ja auch die richtige Aussprache, stimmt's? Genau. Perfekt. Und beim nächsten Mal kommt er einfach zum Spiel. Ja, was ist das beste Spiel im Jahre 2023? Weißt du das jetzt schon? Gibt es sowas wie ein Derby oder sowas? Nee, im Pokal haben wir schon verkackt. Im Derby gegen Löberitz. Ja, ansonsten ist unsere Landesklasse relativ derbyarm geworden. Okay. Also wir haben nächstes Jahr, glaube ich, kein cooles Spiel. Gibt es irgendwelche Bambinis? Bambini-Spiele sind immer genial. Ja, Bambinis haben wir. Wir haben F-Jugend, wir haben E-Jugend, B-Jugend. Da finden wir schon einen Termin. Oder wir gucken uns ein Spiel an, Bambini gegen alte Herren, wo dann eure alte Herren so richtig schön verlieren. Mit Gummistiefeln, ja. So sieht's aus. Da hat man auch mal wieder gemerkt, im Amateurfußball, da ist auch der Humor groß, wird der Humor groß geschrieben. Ich danke auf jeden Fall erstmal und bis bald beim Zörbiger FC. Elmar aus dem Vorstand, danke, dass du am Telefon zur Verfügung standest. Kein Problem. Bis dann, ciao. Und zack, da ist er auch schon. Das ist auf jeden Fall Elmar vom Zörbiger FC. Eben nur die Stimme und dann, was für ein Typ. Elmar hat ausdrücklich darum gebeten, ich komme, ich gehe mit euch in Dialog, aber nicht vor der Kamera, das mag ich nicht. Deshalb, bitteschön. Die Gewichtsweste, teamsportbedarf.de, also Röder, Pilzchen, Bier nimmt er auch noch mit. Ich bin gespannt, wie er die Gewichtsweste und die Kiste gleichzeitig transportiert. Dankeschön. Die Kumpels vom Zörbiger FC werden lachen. Danke noch an Komplexbau und auch an Compact Media. Meine Fresse, da stehen sie einmal nicht direkt hinter der Kamera, weil das macht jetzt gerade Robert Kegler, unser Pressesprecher, kann man ruhig auch mal sagen. Wartet, passt auf. Ist schnell weg.